War der späte römische Soldat tatsächlich degeneriert und minderwertig gegenüber dem Legionär der späten römischen Republik und dem frühen bis mittleren römischen Reich? War die Ausrüstung und Disziplin im späten römischen Reich wirklich minderwertiger und gesunkener als bei den Legionären der früheren Zeiten? Nun, Freunde der römischen Geschichte, ich hoffe, ich kann auf den ersten Blick vermitteln, dass es vielleicht so aussehen mag. In Wahrheit war der späte römische Soldat genauso furchteinflößend wie der frühe Legionär. War die späte römische Armee schlechter als die frühe? In einem anderen Video habe ich bereits darlegen können, dass die späte römische Armee nicht unterlegen war. Die Comitatenses und Limitanei insgesamt stellten sich tatsächlich als formidable Kampfkraft heraus. Und wir fanden heraus, dass das römische Reich nicht wegen ihrer Unterlegenheit fiel, sondern weil erstens die späte römische Armee hauptsächlich in ständigen Bürgerkriegen sukzessive zerstört wurde, weit mehr als in Begegnungen mit den barbarischen Eindringlingen, und zweitens, neue Rekruten waren im späten Reich wirklich schwer zu finden, weil das Gehalt eines Soldaten im Vergleich zum frühen römischen Soldaten bereits so stark gesunken war. Punkt 2 ist mit der Entwertung der römischen Währung verbunden. Ich habe die Analyse der römischen Armee in diesen beiden Videos besprochen. Aber jetzt möchte ich mir die einzelnen Soldaten der späten gegenüber der frühen römischen Armee ansehen und prüfen, ob es wirklich wahr ist, dass ihre Ausrüstung so stark verfiel und dass sie einem frühen Legionär absolut unterlegen waren. Betrachten wir die frühe römische Armee nach den Reformen des legendären Gaius Marius von 107 vor Christus, der das römische Heer komplett in das bekannte System von Legionen und Hilfstruppen umwandelte, mit der berühmten Ausrüstung. Nach Marius bestand die römische Armee aus hoch ausgebildeten Berufssoldaten, die sich in den Dienst Rom stellten und ein wirklich gutes Gehalt erhielten und nach 20 Jahren Dienst in Rom sogar ein schönes Stück Land bekamen. Von der Zeit Marius bis zur Zeit Caracallas, also über 300 Jahre, wird geschätzt, dass es rund 200.000 Legionäre gab. Also, das waren die Eliteeinheiten mit der hochwertigen Ausrüstung und die römische Staatsbürgerschaft. Bestehend aus italischen Römern mit mindestens genauso vielen, wahrscheinlich mehr, rund 300.000 Hilfstruppen, die aus den lokalen Bevölkerungen der nicht-italischen römischen Provinzen rekrutiert würden, die keine römischen Bürger waren. Der römische Legionär des frühen Imperiums repräsentiert oft die römische Armee in den Medien. Er war ausgestattet mit einem Galeerhelm typischer Form, der Lorica segmentata Kampfrüstung. Das ist die berühmte segmentierte Kampfrüstung, dann ein rechteckiger Schild namens Scutum, dann eine Wurflanze namens Pilum und das römische Kurzschwert namens Gladius. Trotz Diskussionen über die Verbreitung dieser Ausrüstung. Zum Beispiel war die Lorica segmentata Rüstung wirklich sehr arbeitsintensiv zu pflegen. Und daher wird manchmal angenommen, dass nicht jeder Legionär eine solche Rüstung trug, sondern dass die Kettenrüstung, Lorica hamata oder Schuppenrüstung, Lorica squamata tatsächlich häufiger genutzt wurden. Spezialisierte Einheiten, die Belagerungswaffen wie Ballisten und Onagers einsetzten, waren auch Teil der typischen Legion. Bei Vergleich des Legionärs mit dem Hilfssoldaten fällt sofort auf, dass dessen Ausrüstung weniger beeindruckend ist. Anstelle der Lorica segmentata trugen sie standardmäßig die Lorica hamata und sie hatten typischerweise einen ovalen Schild anstelle des Scutum. Diese Ausrüstung erlaubte ihnen tatsächlich mehr Flexibilität. Und daher waren sie per se nicht minderwertiger als die Legionen. Aber natürlich gab es auch Kavallerieeinheiten als Teil der Hilfstruppen, die man in schwer gepanzerte Lanzenreiter und leichte Kavallerie unterteilen kann. Und natürlich gab es Bogenschützen und manchmal, aber viel seltener, Schleuderer. Aber auch Föderati, verbündete Soldaten ausländischer Stämme, wurden manchmal bereits in den Auxilia verwendet, wie auf der Trajanssäule belegt. Das bedeutet, man muss eine ausgewogene Kampfkraft haben. Die Legionen müssten von Hilfstruppen begleitet werden, um auch Kavallerieeinheiten oder Bogenschützen in den Kampfmix zu haben. Und das war im Grunde ein System, das mit einigen geringfügigen Änderungen bis zur Krise des 3. Jahrhunderts so blieb. Wie häufig in der römischen Geschichte wäre es erneut die Krise des 3. Jahrhunderts, die dramatische Veränderungen einleiten würde. Bitte liken Sie dieses Video und abonnieren Sie, um keine Videos über das späte römische Reich zu verpassen. Bitte unterstützen Sie meine Arbeit auf Patreon oder als YouTube-Mitglied, denn die Nachhaltigkeit dieses Kanals hängt stark von Ihrer Unterstützung ab. Ich möchte besonders unserem neuen Sol Invictus Patreon-Unterstützer danken. Deinem jungen Aurelian,
Danke an deinen jungen Aurelian für seine großzügige Kanalunterstützung. Ohne unsere Patreon- und YouTube-Mitglieder würde dieser Kanal nicht funktionieren. Ich möchte jedem danken, der diesen Kanal auf irgendeine Weise unterstützt. Danke, Freunde von Tibiago. Nun, um vielseitiger zu sein und besser gegen die zahlreicheren und aggressiver auftretenden barbarischen Invasionen verteidigen zu können, war es notwendig, das alte Legionär- und Hilfssystem des frühen Reiches zu reformieren oder anzupassen. Bereits im Jahr 211 nach Christus gewährte der Kaiser Caracalla allen freien Männern im gesamten Römischen Reich die römische Staatsbürgerschaft. Daher machte die Unterscheidung zwischen Legionen und Hilfstruppen keinen Sinn mehr, da nun auch die Hilfstruppen römische Bürger waren, nicht nur die italischen Legionen. Dann die zahlreichen barbarischen Einfälle der Alemannen, Utungen, Vandalen, Burgunder und Goten während des Chaos des mittleren 3. Jahrhunderts machten es notwendig, Truppen schneller in sehr unterschiedliche Grenzregionen verlegen zu können. Es war also eine Ausrüstung erforderlich, die leichter, vielseitiger, einfacher zu warten und zu reparieren war. Dies ist wahrscheinlich der Grund, warum wir nach 250 nach Christus immer weniger den Einsatz der Lorica Segmentata sehen würden. Obwohl wir alle das Aussehen dieser Rüstung absolut geliebt haben, es war wirklich schwierig zu erstellen und reparieren. Und so gab es langsam dem Lorica Hamata und Squamata nach. Das heißt nicht, dass wir im 4. Jahrhundert keine Lorica Segmentata im Einsatz sahen, aber der Anblick wäre selten gewesen. Die Archäologie kann uns nicht definitiv sagen, wann die letzte Lorica Segmentata genutzt wurde. Ich stelle mir gerne vor, dass es vielleicht ultratraditionalistische Soldaten gegeben haben könnte, möglicherweise sogar unter Majorian, der den alten Kampfstil wiederbeleben wollte. Oder durch das Tragen einer Lorica Segmentata alte Bräuche wiederbelebte. Aber wir könnten vielleicht nie eine befriedigende Antwort auf diese faszinierende Idee bekommen. In Bezug auf Reitereieinheiten machte der aggressive Einsatz von Kavallerie durch die Perser, Sarmatier und später die Hunnen es absolut notwendig, die Kavallerie viel stärker zu betonen. Der oft unterschätzte Kaiser Gallienus ist bemerkenswert, da er diese Notwendigkeit bereits verstand. Und er war es, der ein mobiles Reservekavalleriekorps schuf, um sehr schnell auf die Bedrohungen des Reiches reagieren zu können. Die Größe der Legion würde nun auch beginnen zu schrumpfen, bestand nicht mehr aus rund 5200 Männern wie zur Zeit des frühen Reiches, sondern eher wie 1500 Männer in mehreren Legionseinheiten. Also war es in den turbulenten Jahren 230 bis ca. 280 nach Christus. Bei beinahe Untergang des Römischen Reichs veränderten sich die militärischen Einheiten dramatisch. Die klassischen Legionen und Hilfstruppen machten den Komitatenses und Limitanei Platz. Die Komitatenses waren im Wesentlichen die Fortführung der Legionen, technisch gesehen noch Legionen, aber kleiner. Die wirkliche Veränderung war jedoch ihre Ausrüstung. Um flexibler zu sein und besser an die neuen Feinde Rom angepasst zu sein, trug der typische Comitatu-Soldat nun einen anderen Helmtyp. Es war mehr eingekapselt und könnte einen besseren Schutz geboten haben. Und es wurde der Kammhelm genannt, aber manchmal wurde auch eine Art von geschlossenem Dachhelm verwendet. Und wie wir sagten, war die bevorzugte Rüstung jetzt nicht mehr die Lorica Segmentata, sondern eine Lorica Hamata oder Squamata. Einheiten in den hinteren Reihen hatten oft überhaupt keine Rüstung. Vermutlich aus Kosten- und Effizienzgründen. Die schwer gepanzerten Einheiten würden an der Front kämpfen, während leicht gepanzerte Einheiten im Hintergrund kämpfen. Diese ungerüsteten Einheiten wurden meist als Bogenschützen eingesetzt, da dies sinnvoll war. Sie trugen einen Clamus, eine Art Umhang, eine Tunika, Hosen, einen Hut namens Pileus Pannonicus und nicht mehr ein Gladius, sondern ein langes Schwert namens Spata. Wir sehen, dass sie mittelalterlicher wirken. Betrachten Sie eine stärker gepanzerte Einheit mit Kamm- oder Attika-Helm, einem ovalen Schild, einer langen Lanze, dem Spiculum, einer Lorica Hamata Squamata Rüstung und einem Spata. Und wir können schon vermuten, dass dies ganz anders war als die alten Legionen, die wir uns typischerweise BE der römischen Armee vorstellen. Aber diese Komitatenses waren Eliteeinheiten. Und wir sollten nicht den Fehler machen, sie zu unterschätzen. Ja, sie mögen auf den ersten Blick nicht so beeindruckend wie die alten Legionen erscheinen. Sie waren besser vorbereitet, mit den Feinden des 4. Jahrhunderts und danach umzugehen. Ihre Ausrüstung spiegelte die Notwendigkeit der Zeit wider. Ihre langen Speere und Sparta-Langschwerter gaben ihnen mehr Reichweite als dem klassischen Legionär. Ihre Kammhelme boten wahrscheinlich besseren Schutz, da sie geschlossener waren. Ihre ovalen Schilde waren vielleicht leichter zu pflegen und kostengünstiger herzustellen,
Sie boten mehr Vielseitigkeit in verschiedenen Kampfsituationen. Schwere und leichte Rüstungen ermöglichten eine effizientere Nutzung der Ausrüstung. Leichter gepanzerte Einheiten wurden nicht durch schwere Rüstungen behindert und konnten schneller die Position wechseln. All diese Änderungen machten die Komitatenses-Feldarmeen sehr vielseitig. Angepasst, um mit jeglichen Bedrohungen, denen das Reich gegenüberstehen würde, umzugehen. Wie schon erwähnt, lag der Fokus verstärkt auf der Kavallerie, insbesondere auf den spätrömischen Kataphraktarii, schwer gepanzerte Elitereiter. Allerdings lag auch im späten westlichen Reich noch ein stärkerer Schwerpunkt auf der Infanterie. Die Komitatenses-Legionen waren also wirklich eine beeindruckende Kampfkraft. Wie ich in anderen Videos erläutert habe, löste sich die westliche Armee aufgrund anhaltender Bürgerkriege, der Unfähigkeit, neue Truppen anzuwerben, schlechter Wirtschaft und niedriger Soldatenbezahlung auf. Was es irgendwann sehr unattraktiv machte, den Legionen beizutreten. Wie in diesem Bild hier wunderschön dargestellt, wo wir einen Römer sehen, der sich selbst verstümmelt. Eine sehr verbreitete Praxis, insbesondere in Italien im 4. und 5. Jahrhundert, um der Wehrpflicht zu entgehen, wie der spätrömische Historiker Ammianus Marcellinus beschrieben hat. Die Limitanei hingegen, die Grenztruppen, wurden oft aus lokalen Stämmen rekrutiert, ähnlich wie die Hilfseinheiten von früher. Ganz oft wurden Föderati zu Limitanei-Truppen gemacht. Und auch hier war ihre Ausrüstung manchmal anders als die der Komitatenses. Aber im Allgemeinen waren diese an den Grenzen stationiert, wo barbarische Einfälle nach dem 4. Jahrhundert häufiger auftraten, während die Komitatenses das massive militärische Rückgrat waren, die, wenn dringender Bedarf entstand, durch das Reich geschickt werden konnten, um die Limitanei zu verstärken, wo es notwendig war. Dieses System funktionierte hunderte von Jahren gut. Und der spätrömische Soldat war dem frühen Legionär nicht unterlegen. Seine Ausrüstung war besser an die Bedürfnisse der Zeit angepasst. Und tatsächlich gewannen die Römer bis zum allerletzten Ende viele riesige Siege gegen die germanischen Eindringlinge. Bezüglich des vermeintlichen Disziplinverfalls sollten wir hier sehr vorsichtig sein, denn diese Theorie basiert hauptsächlich auf Vigetius, einem Autor des späten 4. oder frühen 5. Jahrhunderts, der ein Traditionalist war und die alten römischen Armeemethoden bevorzugte. Er vertrat die Idee, dass die spätrömische Armee im Vergleich zu den frühen kaiserlichen Legionen undiszipliniert und degeneriert war. Faszinierenderweise hat diese Vorstellung bis in die moderne Zeit überlebt. Wir sehen erneut, wie unsere modernen Ansichten manchmal immer noch von antiken Schriftstellern von vor 1500 Jahren diktiert und beeinflusst werden. Ich muss ein Video darüber machen, wie unsere Sicht auf die römische Geschichte sehr voreingenommen ist, weil sie oft von Historikern und Autoren stammt, die oft selbst voreingenommen sind. Aber die späte Armee kann nicht so degeneriert gewesen sein. Stilicho errang riesige Siege gegen viele germanische Eindringlinge, selbst in den 400 nach mehreren Siegen. Constantius III. War später recht erfolgreich gegen germanische Eindringlinge. Dann Aetius gegen die Hunnen und Magorian gegen die Burgunder und Westgoten. Sie alle erzielten noch große Siege mit diesen Komitatenses und Limitanei, und sie lösten sich im 5. Jahrhundert langsam im Westen auf. Denn irgendwann gab es einfach nicht mehr genug Steuereinnahmen, um neue hochwertige Truppen zu rekrutieren. Und das Gehalt und die Anreize, Soldat zu werden, waren einfach zu sehr verfallen. So waren zur Zeit von Magorian die meisten Truppen bereits vollständig aus germanischen Stämmen rekrutiert und bestanden aus barbarischen Föderati. Aber die Komitatenses und Limitanei überlebten im Oströmisches Reich und die letzte römische Legion, die Legio Quingli Macedonica, kann bis zur arabischen Eroberung zurückverfolgt werden und sie wird zuletzt im Jahr 637 nach Christus erwähnt. 700 Jahre nach ihrer Gründung. Unglaublich. Im 7. Jahrhundert wurden diese alten römischen Militäreinheiten in das östliche römische oder byzantinische Militär umgewandelt, über das ich natürlich ein ganzes Video machen muss, denn obwohl anders, überlebten viele römische Taktiken, Strategien und Ausrüstungen bis ins Mittelalter im Oströmisches Reich. Und wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie sich die römische Armee vom frühen bis zum späten Reich verwandelte, Sie können das Video oben rechts ansehen. Aber wenn Sie sich mehr dafür interessieren, warum die spätrömische Armee Schwierigkeiten hatte, neue Rekruten zu gewinnen, Sie können das andere Video unten rechts sehen. Nochmals danke an alle Freunde der römischen Geschichte. Gracias Tibiago und Benevalete.